Moin Moin, was geht ab? Einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute natürlich den Landwirtschaftssimulator 2017 von der Firma Giants zusammen mit dem McManus vom McManus LP und Tiger von dem LPG-Team. Und dem Freezy. Und dem Freezy vom Freezy-Team. Tag Leute. Ja, so kann man ist das hier sogar live angucken, wie man langsam zerfällt bei Drogenkonsum. Langsam der Geist matsch wird. Hier oben der Held immer weicher wird. Junge, Junge, Junge. Oh, ich habe das Safe-Game schon zurückbekommen. Hat er dir das zurückgeschickt, oder? Entschuldigung, ich habe die Folge gesehen. Nein, die Kevin. Das Safe-Game wieder. Kevin. Ja. So. Jo. Ah, mir geht's nicht so gut. Ich hab Kopfschmerzen und Fieber. Was sah gestern aus? Wie war's denn überhaupt? Das war super toll, Manus, Alter. Wir hatten ja voll die Teamspeak-Session und so. Speak Session. Ja, ja. Kamen da nur die Großen vom Großen, ne? Die haben wohl gestern alle noch. Ja, ja, YouTube-Legenden. Ich habe ja gar keinen gesehen, wo ich da war hier. Ey. Hättest du schon den neuesten Spruch unter meinem Videokommentar? Nee. Pass auf. COD-Beta. Ich habe 30, 35 Folgen aufgenommen. Im Voraus. Heute kam eine Folge, also zum 3. Oktober, meine lieben Freunde, da nochmal Grüße an Manus. Da kam dann die erste Folge raus und dann schreibt da wirklich einer drunter, die Beta schon vorbei. Ja. Darfst das Video nicht mehr zeigen, die Beta ist vorbei. Okay. Manchmal, ne? Stehe ich morgens auf und denke mir, was ist mit den Leuten los? Oh. McManus schreibt mir wieder hier irgendwelche WhatsApp-Nachrichten wieder oben ohne. Guck mal, Fiese, ich bin neu epiliert. Wie findest du? Ich denke mir. Ja, nee, ich lese mir die Haare. Ach ja. So, ach so. Ja, ja. Leser. Nee, das ist Papas Trinken. Geh und hol dir deine Puller oder wie das Ding heißt. Bleib hier. Komm, seid schlug. Da. Mann, jetzt gönn ihn doch auch mal Monster, ey. Ja. Die Jungs sind auch hier sehr unterhalten gerade. Manus, der lacht sich hier kaputt. Du musst mal hören, wie er hier schon Schnappatmung kriegt, ey. Ja, gar nichts mehr, der Junge. Willst du mal hören? Ne? Okay. Ja, der lacht dann immer wie so ein Schwein macht. Der. Ja, halt's Maul. Hat er jetzt übrigens zu seiner Frau gesagt, ne? Ja, ja. Da muss man, ne, okay, Leute, wenn ihr irgendwann mal eine Freundin kriegt, da müsst ihr direkt mit Gewalt ran, ne? Über ins Gesicht und so. Und man muss das sehen. Wenn einfach Spaß hat, dann bevor das auch mal jemand glücklich macht, ey. Freezy hat gesagt, ich soll immer ins Gesicht hauen. Wenn du nicht gehorchst. Oh Mann, ey. So. Ja, hier haben wir ja momentan gar kein Farm-Tablet drauf. Ja. Sehe ich jetzt eigentlich hier alleine auf Einzelnen oder? Ach, da fährt er ja. Ich sehe hier einen hier drüben. Ja, ich sehe es. So, ja, Böhnchen. Ich mach das Vorgewende dann auch nochmal drüber. Kannst du gerne machen, bringt aber nichts. Warum? Einmal angesehen ist angesehen, kriegst nicht mehr umgeändert. Es sei denn, du hast eine Sattmaschine mit Grubberfunktion, dann geht's. Dann geht's? Geht's. Okay. Ja, klar. Meine hat aber keine Grubberfunktion, glaube ich. Doch, klar. Sicher? Sonst hätten wir jetzt grubbern müssen, oder? Nee, ist ja gegrubbert. Das ist doch hier nicht gegrubbert! Da ist einfach nur abgeerdet. Ach komm, was ist hier? Dein Maul, Alter! Sprichst du hier auf, ey? Du redest mit deiner Majestät, ey! Oh, Entschuldigung. Junge, fahr schlagst du mal runter! Ja, manchmal vergesse ich mich einfach, ey. Tut mir echt leid. Und nur zur Information, die Sattmaschine von Big Bud ist Direktsaat. Direktsaat?
Direktsaat. Also Grubberti. Also Grubberti. Ja, also. So. Fahr da gleich nochmal drüber. Hebst du eigentlich jedes Mal, wenn du drehst, deine Sämaschine an? Ja, mache ich für sie. Echt jetzt? Hält sie sogar aus. Nein, ich mach das nicht. Ich wollte nur fragen, ob du das machst. Sag mal, ist hier eine Familienversammlung oder was? Ja, wir sind am Essen. Hier bei mir oder was? Komm, raus jetzt. Da hinten, da kannst du noch was putzen. Du kannst Hausaufgaben machen und ihr zwei im Zimmer auf. Zack ich jetzt. Oh, Schlafsack, jetzt in der Runde. Ich weiß gar nicht, wie viele Personen seid ihr im Haus für sie? 18. Türkische Großfamilie. Naja, von der Geräuschkulisse kannst du hinkommen, aber sagen wir mal, die sind da mit 3-4 Personen. Wow, mindestens 6 Mittelfinger, die gerade hochgegangen sind. Ja. Ah, ja. Naja. Einer von 5 hat gehört, der ist gegangen. Ja, weil er deine Stimme nicht mehr hören kann. Das ist so gemein. Aber der ist so gemein. Oh Mann. Gesehen, dass ich heute einen Spaziergang gemacht habe mit meiner Frau. Ja, ich habe mal wieder ein Bild von dir geliked. Übrigens habe ich mir mal gestern Abend aus Langeweile eine komplette Auflistung gemacht, wie viele Bilder ich von dir geliked habe und du von mir. Ne? Also die nächsten 70 Bilder muss ich schon mal nicht mehr liken. Okay. Dann sind wir wieder im Ein. So, wie viel soll ich denn jetzt hier noch ansehen? Ich mache jetzt noch eine Bahn und gut oder was? Ja. Oh. Du kriegst auch gleich deinen eigenen Hof, weil Stappen macht, Tiger. Oh. Ja, schauen wir mal, ne? Ja, du kriegst ja das Lohnunternehmen Hof da. Mikrofon muted. Kann bestimmt lustig werden. Ja, finde ich ganz cool. Also ja. Jeder seinen eigenen Hof und dann noch ein Lohnunternehmen dazu ist natürlich very nice. Also ich muss sagen, wir hatten damals in 15er Truppe, da hatten wir, ich weiß gar nicht mehr, wie die Karte hieß, die war auf jeden Fall gigantisch groß, also war bestimmt eine 4-fach, wenn nicht 216-fach Map. Sechs verschiedene Höfe waren drauf gewesen und jeder hatte seinen eigenen Hof gehabt, das war so geil gewesen, ne? Dort gibt's ja 4 Höfe plus LU, ne? Also 5 Höfe kannst du auch machen. Aber es ist halt nice, weißt du, der eine macht Kühe, der andere macht Schafe, der andere macht Schweine, das ist gigantisch. Mann, das macht Truthähne. Oh, ich glaube, er rammelt eher heute ab wie ein Truthahn, aber naja, gut. Oh Junge, ich rammel wie ein Kollege. Hast du mal gesehen, ey? 2000 Anschläge pro Sekunde. Fertig. Voll raus. Das ist so ein Metall, was mit einem Schlag anfängt zu glühen. Ah, ja. Das ist aus, Junge, wenn ich einmal erfahrt bin, ey. So. Ah. Ich glaube, mich gerade jetzt auf wer von euch bei die Drogen genommen hat. Heiner. Drogen sind scheiße, Mann. Muss ich mal hier meinen Streifen noch machen? Machst du den? Ich mach meinen Streifen, ja. Ich einen Streifen nennen. Nee, den Streifen mache ich nicht, ich mache jetzt mein Vorgewende. Ach so. Hey! Hey, Mann! Mein Keks! Was denn? Gibst du Papa Keks? Das ist so lieb von dir, Schatz. Hinter noch nicht nach den Dingen. Da! Hört sich ja nach Bestechung an. Meine Tochter teilt immer mit mir.
Ja, ist auch logisch, die will ja nachher, dass sie, wenn sie ihren Freund erst von mir nach Hause bringt, dass er der gefällt. Kommt keiner rein. Nee? Auf keinen Fall. Keiner ist gut genug. Der erste, der mit ihm in der Stube sitzt, ein Monster säuft, oder? Und Playstation zockt. Oh Papa, wir wollen doch noch ins Kino gehen mit meinem, mit, was weiß ich, Joachim. Ja. Ja, nix. Mit, Mohammed, oder? Ah, halt's Maul, Alter, das. Oder nachher kommt sie rein von wegen, ihr Papa, das ist meine Freundin. Ups. Oh, das wär nicht so schlimm. Oh. Könnte ich beleben. Auch keine Anwende direkt. Würde ich glaube ich sogar feiern. Naja, jetzt dürfen Schwule und Lesben mir heiraten. Ja, seit heute offiziell, ne? Heute oder gestern? Was ist jetzt gerade rein? Heute oder gestern, ja. Irgendwas habe ich gelesen, ja. Alles klar, Manus. Bist du bereit? Auf zum Standesamt, mein Freund. Wie schön reinkommst in deinem weißen Kleid, kannst du schon vorstellen. Bitte? Du darfst Trauzeuge sein, klar, Schatz. Na, das erste, was da einfach passiert, erstmal Fisi ans Bett ketten und erstmal hier Monsterentzug, ne? Ja. Ich glaube, ich hätte ein sehr schlechtes Leben bei ihm. Auf jeden Fall schön auf den Wanz kriegen, Junge. Ich würde meine Frau definitiv schlagen, also wenn du sie wärst. Und was hast du zuerst gemacht? Für dich ein Früchtebecher, die Schnauze. Ja. Mir geht's so schlecht, die ganzen Vitamine, Manus, was machst du mit mir? Zieh halt durch. 2 Wochen noch. Hat der Körper sich an die Vitamine gewöhnt. Was die? Und wenn Manus dann abends von der Arbeit kommt, Schatz, wo ist mein Bier? Ja, so ist er glaube ich nicht drauf, aber. So, ist das Essen fertig? 5 Minuten habe ich Zeit zum Essen, danach ist Aufnahme. Vibe. Ja. Und damit du es weißt, du bist aus allen Projekten raus. Ja. Also hast du mal geguckt, wie du heute wieder die Fenster geputzt hast? Alter. Mach das vernünftig, sonst darfst du die nächsten 5 Aufnahmen nicht mitmachen. Ja, Manus, ich beeil mich. Oh, ZZ. Tiger wartet schon. Oh Mann, ich bin bescheuert heute. So, das hast du doch vermisst, du kleiner Schlingel. Aber es fällt gerade keinem auf, dass ich gerade unser Kontostand verdoppeln, ne? Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Jetzt ist ja endlich bald mal der Deutz drin, ey. In Tuned Deutz will ich aber haben, ne? 9er Serie, voll aufgepimpt, Breitreifen. Mhm. Farbe bleibt im Deutz grün, bitte. Kostet oh, jetzt haben wir auf jeden Fall hier angesehen. Du sollst auch noch den Turbolader ein bisschen machen, ne? Und hier den die Felgen, die will ich mit Spinners drin haben. Und Tino, wie war dein Tag? Ich will gerade mal schauen, was er für ein Deutz da meint. Den hat die alle gelöscht. Warte mal. Deutz, haben wir einen Deutz Mod drauf? Nee. Doch, klar. Müssen wir haben. Ach ja, die Serie 9, ne? Ja, ja. Aber wir haben auch den Fendt 1165 MT. Ja, ich glaube, das ist eine ganz interessante Geschichte. Wenn du das machst, Alter, dann streiten wir uns live hier in der Folge. Oh, ich bin umgekippt. Hilfe. Der kostet 400.000. Lecker. Ja. Außerdem, bevor wir einen neuen Traktor kaufen, wollten wir eh erstmal einen LKW mit Hänger kaufen. Da haben wir mal das abgesehen. Ich würde, ganz ehrlich, was wir brauchen, ist definitiv die eine Seemaschine weg. Die eine Seemaschine weg und die. Ach, warte mal, Seemaschine. Da. Und dann noch die Big Butt geholt und zwar die JP 2425A. Na? Was verkaufst du eigentlich, Tiger? Holzpaletten. Und dann, Freunde, holen wir uns so einen. Dann stellen wir mal auf 3x Düngen um und dann holen wir uns so eine Selbstverspritze. Würde ich ja vorschlagen. So eine, weißt du, mit den schmalen Reifen. Mhm.
Was? Wollen wir mal gucken, wie das Sägewerk aussieht, ob wir den jetzt mal wieder mal ihren Günni einladen müssen? So, die haben, glaube ich, zurzeit richtig Stress. Was sag ich dir, du? Sind ja schon wieder auf Montage in Stappenbach. So. Ja, wenn die wüssten, aber dass wir stellen das Schneidwerk so scheiße hin, ey. Echt euer Ernst? Ach, Mann. Aber wenn die wüssten, dass vielleicht schon bald der nächste Auftrag kommt, ey, Karamba, sag ich dir da. Echt? Ja, ich hab da schon jemanden wieder nachgefangen, der will wahrscheinlich auch den nächsten Holz gemacht haben. Okay. Was? Wäre der ein Kollege von dir oder was? Ja, da war letztes Mal sowas im Gespräch. Er zahlt aber das Dreifache, du. Für jeden, für jeden dummen Spruch, den du machst, muss dein Kollege mehr zahlen. Das wird teuer. Muss ja nicht zahlen, also von daher. Das wirst du schon sehen, ey, wenn wir dann zufällig uns noch selbstständig machen als in Kasso Moskau. Weißt aber Bescheid, mein Freund. Ja toll, was soll das denn werden, wenn sie Friese sehen? Oh, guck mal, ein Glücksbärchen. Ja, und dann kommen die näher und dann kriegen die direkt einen vor mit der Wampe eingeknallt. Bam, da stehen die erstmal nicht mehr auf, du. Ich sehe zwar kuschelig und weich aus, aber bin gefährlich. Ja, wie Lutscher. Was? Ja, ich glaube, ich habe da einen neuen Freund. Der heißt André. Ja. Wow, hat er nicht gesagt. So, und beim Sägewerk ist wieder alles klar. Tu das nicht. Was? So ein Bitch, ey. Der rückwärts einparken kann, ne? Der kleine Mongo, ey. Ohne Mist. So, was machen wir denn jetzt? Ist alles angesät. Gedüngt, bitte, schau mal nach. So, wir sind aber auch erstmal fertig. Alles klar, meine lieben Freunde. Wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Schaut auf jeden Fall zur nächsten Folge wieder vorbei. Es bleibt lustig und spannend. Und in dem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss.